Weiter geht es mit Galactic Civilizations 4 Supernova. Allen viel Vergnügen mit der neuen Version 1.8. Das hatte ich noch gar nicht gesagt, die heute oder gestern, auf jeden Fall Anfang September 2023 rausgekommen ist und vor allem viele KI-Verbesserungen bringt. Bislang hatten die Entwickler, haben sie geschildert in einem Blogartikel und auf Social Media, die KI bewusst so ein bisschen ausgebremst bei ihrer Planetenverwaltung. Mittlerweile sagen die sich, ach nee, lasst uns mal unsere Spieler etwas quälen und haben die Planetenverwaltung verbessert und die KI ist jetzt halt, bislang hatten wir so alle eher so ein Sandkastenerlebnis und wir werden mal geschont und jetzt sind die halt, ist die Planetenverwaltung halt exzessiv verbessert worden halt. Habe ich gelesen. Ich bin mal gespannt, ob wir davon auch noch gequält werden hier. Wir haben die neuronale Verbesserung unserer Forschungsdistrikte mal als Tech eingestellt. Ein großes Zahnrad. Produktion verbessern, noch mehr geht nicht. 96. Achso, wir wollten gucken, wie das mit der Verschmutzung läuft. Hey, wir schauen mal, ob wir einen Minister einstellen können. Haben wir noch freie Minister? Einen. Chris Kell. 54er Loyalitätswert. Können wir irgendwo etwas machen, was uns hilft? Verringert die Kriminalität. Nee, ich hätte gerne irgendwas, was uns hilft bei gegen Verschmutzung. Für Gesundheit. Wachstum. Zustimmung. Tourismus. Einfluss. Forschung. Bewegungspunkte und Reichweite. Also ein Kriminalitätsproblem haben wir, glaube ich, nicht im Augenblick. Ja, alle unsere Flotten stärker machen. Basierend auf der Auflösung des zugewiesenen Ministers. Ich glaube, da ist ein kleiner Fehler bei der Übersetzung. Also an der Auflösung kann es nicht sein. Irgendein anderer Wert. Also das, wir gehen mal gucken, welche wir haben im Pool hier. Das sollte eigentlich das hier sein. Entschlossenheit sollte es eigentlich sein. Beeinflusst die Kompetenz von Anführern bei Aufgaben, die mit Militär zu tun haben. Also 6 ist allerdings dubios. 11, ein super hoher Intelligenzwert. Und ansonsten, ah ja, ist er bei Forschung gut. Verantwortungslos mit Geld. Den sollten wir vielleicht nicht einsetzen. Und ein ehemaliger Gladiator. So, was haben wir denn im Augenblick für einen Forschungsminister? Forschung 10. Ginny O'Malley. Riesengroßer Loyalitätswert. Ist bekannt dafür, die korrekte Verwendung der Grammatik gewaltsam durchzusetzen. Was? Cool. Das ist ja witzig. Das ist ja abgefahren. Das ist ja echt witzig hier. Hat es gelernt zu kochen. Also könnten wir hier rausnehmen. Wir hätten auch nur einen hohen Militärwert hier. Könnten wir machen. Und wo schicken wir sie hin? Hatten wir Diplomaten. Diplomaten brauchen wiederum einen hohen sozialen Wert. Könnten die jetzt zu den Dringin rüber schicken, weil die Dringin hassen uns in irrem Tempo hier. Oh lala. Da können wir nichts machen. Also der Zug bei den Drängen ist eh abgefahren. Wir könnten einzelne Fraktionen innerhalb unseres Reiches verbessern. Die würden dann zum Beispiel mehr Produktion generieren, mehr Kriminalität, höherer Unterhalt. Es gibt immer einen Bonus und einen Malus, mehr Tourismus, mehr Wachstum, weniger Nahrung, mehr Geld. Also wenn man irgendwas kauft beim Bazar-Rabatt. Kriminalität senken. Wir könnten den Tourismuswert erhöhen. Unterhalt ist nicht so das Problem. Wir könnten das Zentrum des freien Willens boosten, indem wir denen einen coolen Anführer geben. Der Fraktion Zentrum des freien Willens. Basierend auf der Sozialkompetenz unseres Anführers, den wir rüberschieben. Das ist hier leider nur eine 7. Intelligenz, Soziales, 7. Sollen wir das machen? Einmal rekrutieren. Lass uns mal schauen, wie viel der Tourismuswert dadurch geboostet wird. Naja, plus 2, 6.
Unterhalt plus 2,5. Also Tourismus boosten wir eigentlich nur des Geldes wegen, ne? Insofern ist das völlig witzlos. Also das senkt und das erhöht unsere Ausgaben, das erhöht unsere Einnahmen. Also ich weiß nicht, ob das so klug war. Was können wir sonst boosten? Mehr Wachstum, weniger Nahrung. Schiffswerften produzieren schneller, Kriminalität ist erhöht. Das sind alles Peanuts hier. Das lassen wir mal. Wir schauen mal, ob wir ihnen ein Schiff zuweisen können. Wir können neue Schiffe freischalten, nach dem Tod und vor der Schöpfung. Ein Kreuzer und noch ein Kreuzer. Mit sehr viel Masse, Bewegungspunkte, Sensorreichweite kann ein der gesamten Flotte, die da mitkämpft, wie hoch ist die Sorgfalt hier? Das gemeint ist der Fleiß, der ist nur bei 5. Das lohnt sich auch nicht. Und wenn wir, hier ist die Sorgfalt bei 4, Minister für Gerechtigkeit. Verringert die Kriminalität basierend auf dem Fleiß auf 5. Und basierend auf 6, Minister der Verteidigung, Schiffe sind stärker. Parken wir den einmal hier als Minister für Kriminalität. Die können wir auch tauschen, die beiden hier. Dann haben wir hier 11% mehr Forschung mehr und einen Technologieslot mehr. Und hier 10 und 1. Packen wir die hier. Genau. So machen wir das mal. Inaktive Kernwelt. Und weiter, meine Damen und Herren. Silicon Bull. Und wir haben 28 Produktion nur. Das ist erbärmlich wenig. Die können wir aber schnell verbessern. Das ist die erste Verbesserungsstufe. Haben wir flink gemacht. Vorher könnten wir hier auf die Wüste noch einen Distrikt hinsetzen. Einen Produktionsdistrikt, der von denen allen geboostet wird. Dann boosten wir einmal hier oben. Dann könnten wir noch... Dann holen wir uns den hier noch dazu. Das gucken wir uns nachher an. Erstmal die beiden hier. Flaggschiffsonde. Stimmt, das war eines unserer Flaggschiffe, das Anomalien aufdecken kann. Das macht machen die Dringens hier nur kaputt. Vielleicht können wir oben hin. Ach, ich doof. Nein, ich bin direkt neben die gezogen. Die killen das gleich. 2 Bewegungspunkte. Ah, oh, ich habe das übersehen. Das Flaggschiff ist gleich tot. Liebe Leute, bei Jaglines 3 sterben viele unserer Söldner dank meiner coolen Befehle. Ja, geht dahin, es wird schon gut gehen. Und jetzt verheiße ich euch, dieses Flaggschiff von uns habe ich gerade in den sicheren Untergang geschickt. Das wird gleich Geschichte sein. Ihr könnt jetzt schon gerne RIP posten in den Chat und... Es ist eine unbemannte Sonde. Ja, es sind also eine unbemannte Sonde. Es sind, glaube ich, nur weibliche Besatzungsmitglieder an Bord. Deshalb ist sie unbemannt. Aber es ist trotzdem schade, natürlich. Es ist trotzdem bitter hier. Dann eine Asteroidschorfer. Ach, wir haben hier 2 versehentlich hingeschickt. Und dann schicken wir noch... Hier können wir noch welche hinschicken. Ein großes Zahnrad. Noch mehr Module bitte. Ach, ich hab satt, Leute. Wir bauen jetzt mal das erste Kriegsschiff, ja? Leute, wir gucken mal, ob wir ein cooles Kriegsschiff entwerfen können, ja? Wir nehmen uns mal eine x-beliebige... Also irgendetwas, die werden uns ja hier gleich angreifen.
Wir brauchen hier Verstärkung. Wir könnten in Ruhrpott. Hier ist eine starke Produktionsstadt. In den Werften wird sicher auch viel hergestellt. Hier stellen wir mal. Hier stellen wir mal ein Kriegsschiff her. Könnten wir entweder ein Standardkriegsschiff übernehmen? Schlachtkreuzer. Kostet 3 Illyrium. Und wir haben 23. Ein Schlachtkreuzer. Die werden uns auch empfohlen. Die haben geringfügige Unterschiede. Das hier hat mittelgroßes Kampfschiff, bla bla bla. 9 Bewegungspunkte, 9 Bewegungspunkte, Sensorreichweite gleich, Logistikpunkte gleich, Unterhalt beide keiner. Das kostet Illyrium und das kostet stattdessen Antimaterie und Thulium. Thulium haben wir auch sehr viel, Antimaterie auch. Wir können beide bauen und kombinieren. Die haben irgendwo einen kleinen Unterschied hier. Ein Modul muss anders sein. Die haben 7 und 2 als Waffen. Was ist denn der Unterschied? Ist das Modul, ja? Das ist eine Fregatte und das ist ein Paladin. Einmal Strahlenangriff, einmal Raketenangriff, einmal kinetischer Angriff. Ein Schild. Ausweichen ist passiver Bonus, Panzerungswert. Und hier alles genauso. Das muss irgendein anderer Bonus sein. Fregatte und Paladin. Aber die Werte sind doch identisch. Ist mir nicht ganz klar. Die können wir, glaube ich, beide benutzen. Und das ist ein Schlachtkreuzer M5. 7-2 hat die gleichen Werte wie oben, ne? Kein Unterschied. Ist teurer im Bau und kostet, das ist der Unterschied, der kostet keine strategischen Ressourcen, deshalb braucht er etwas länger und ist auch ein Kreuzer. Aber die Produktionskosten ist ein winziger Unterschied. Die Werte scheinen alle gleich zu sein. Was hat der an Waffen? Ein kinetischer Angriff? Weniger kinetischer Angriff. Raketenangriff 3, Raketenangriff 4, auch kampfschwächer, Strahlenangriff 5-5, Strahlenangriff 3-3. Ach, die haben doch verschiedene Bewaffnungen. Das ist ein stark mit, da geht es mehr mit Lasern. Da sind die Raketen stärker und das sind die, und das hier und unten sind, ist die kinetisch stärker. Wisst ihr was, die mischen wir. Wir machen die beiden abwechselnd. Das hier scheint generell etwas schwächer zu sein hier. Weil da keine strategischen Ressourcen sind. Wenn wir davon 2 hintereinander bauen, von dem einen und von dem anderen, dann haben wir eine gute Mischung. Okay? Komisch, dass die anderen... Oder wir stellen... Aber wenn wir die selber herstellen, müssen wir erstmal einen Prototypen herstellen. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir bauen mal einen Schlachtkreuzer von denen hier. Mit Illyrium. In nur einer Runde gebaut? Ach, weil wir einen Produktionsüberschuss haben. Super cool. Der ist binnen einer Runde fertig hier. Und den zweiten Schlachtkreuzer bauen wir hier nebenan. Das ist der hier. Den schieben wir auch nach vorne. Der braucht 5 Runden. Okay, das ist ein bisschen länger. Wie schnell kann man den woanders bauen? In großes Zahnrad und in Spock. Einmal der zweite. Der, guck mal, wie flink der hier geht. Den können wir alle hier unten bauen. Ein Schlachtkreuzer. Von denen. Dann den anderen. Genau. Den nehme ich mal wieder raus, damit wir nicht durcheinander kommen. Und wir bauen abwechselnd den oberen. Den unteren, den oberen, den unteren. Dann haben wir eine schöne, ausgeglichene erste Flotte, ne?
Wie groß können unsere Flotte im Augenblick sein? Wie viele Logistikpunkte haben wir maximal? Wir schauen mal eines unserer Flaggschiffe an. Logistikpunkte maximal 22. Und das ist cool. Dann würde ich. Und wie viele Logistikpunkte haben die gerade im Bau? Logistikpunkte nur 6. 22 passen in eine Flotte. Das heißt, wenn wir. Beide haben 6 Logistikpunkte. Genau. Das heißt, wenn wir. 2 von jedem Typ in eine Flotte haben, wären wir bei 24. Das geht schon mal nicht. Aber wir können dann die Flottengröße verändern, indem wir eine Forschung zum Beispiel bauen. Irgendeine Forschung machen, durch die wir die Flottengröße verbessern können. Noch nicht, ne? Logistikpunkte, 8 mehr pro Flotte, in 3 Runden fertig. Das machen wir. Ziehe ich sogar vor hier. Perfekt. Und dann hätten wir statt 22 30 und dann könnten wir, wenn jedes Schiff 6 kostet, 5 von den Schlachtkreuzern unterbringen in einer großen Flotte oder ein Flaggschiff, wenn wir auch noch überall drin haben. Wir gucken mal, wie viel Platz die Flaggschiffe in Anspruch nehmen, die meisten von uns. Und die kosten auch 6. Super. Dann nehmen wir dann machen wir Flotten, 2 Schlacht mit 30 Logistikpunkten, ein Flaggschiff, 2 Schlachtkreuzer von jedem Typ kombiniert. Da haben wir doch, und davon 2 Stück eventuell. Da müssen uns die anderen erstmal wegbrezeln. Das ist so ein guter Plan. Eine der Flotten bauen wir hier unten in großes Zahnrad mit den 4 Schlachtkreuzern und die anderen müssen wir woanders zusammenpuzzeln. In Ruhrpott ein Schlachtkreuzer, dann der dahinterher. Dann haben wir die beiden, der erste, der zweite. Was ist hier in der Nähe? Gar nichts. Bam, 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 bam. Die Erde ist zu weit weg, ne? Hier hätten wir die gebaut in wie lang? 4 und 5. Komm, wir bauen 3 Flotten. Wir bauen hier eine Flotte. Einer. Hier runter. Dann haben wir hier eine komplette Flotte. Eine komplette Flotte entsteht in Ruhrpott. Nämlich die beiden. Plus in Ruhr-Uni 1. Das war, glaube ich, der zweite. Dann noch der erste nochmal nach vorne. Ah, dann, da brauchen die 11 Runden hier. 11 Runden hier vorne für 2 Schiffe und hier nur 5. Stattdessen. Das so machen, dann wäre das in 9 Runden. Da brauchen wir den mit den Zacken noch einen. Das ist der hier. Das sind den hier weg. Dann hätten wir hier die 4. Ja, also hier eine Flotte. Eine Flotte entsteht in Erde. Eine steht in der Kombination der Werften von Ruhrpott und Ruhr-Uni. Und dann wollten wir eine dritte Flotte noch produzieren in großes Zahnrad. Eventuell können wir auch Spock noch benutzen. Hier ist auch eine. Das geht hier so flink. Und in Spock könnten wir. Die brauchen lange. Die lassen wir weg. Und jetzt müssen wir. Jetzt sollten wir allerdings auch unsere Flaggschiffe zuweisen. Ne? Wir können auch Anomalien immer noch mit denen erkunden und die Flaggschiffe später dazu nehmen. Das können wir auch machen. Okay? Einmal 3 Flotten geplant. Und dann muss ich nicht mehr immer den Running Gag produzieren. Ja, ich weiß, ich habe darüber geredet. Wir müssen dringend Kriegsschiffe bauen und das mache ich jetzt auch und dann mache ich es wieder nicht. Da haben wir das einmal hinter uns gebracht. 3 starke Flotten. Direkt im Anschluss gucken wir uns mal in der Datenbank an.
wie das den Grafen hier beeinflusst, den Zeitstrahlen. Hier sind wir ja. Wie das hier beeinflusst wird. Da bin ich super spannend. Super gespannt drauf hier. WB-Frachter. Ich hatte ihm doch schon ein Ziel gesetzt. Ich hatte ihm gesagt, hier vorne geht's bitte schön hin. Handel kommt rein. Luxa-Dominion. Zu denen fliegen wir gerade rüber. Denk daran, wir können deine Gedanken lesen. Sei also fair zu uns. Bieten uns 3 Waffen an. Impulskanone, Kinetikwaffen, Zielerfassung und die verbesserte Zielerfassung, die wir erforscht hätten in 10 Runden. Wir wollen unfassbar viele Credits von uns, Ressourcen, die wir selber kaum haben. Die nehmen wir schon mal raus. In Illyrium baden wir. Das können wir denen geben. Offene Grenzen. Überlegen wir mal. Ein Xanthium-Vorkommen, eine Einmalzahlung. Wo haben wir das denn? Ist das das hier? Davon, ja, könnten wir den geben. 4 Stück. Und Promethion haben wir auch genug. Der Balken ist sehr schlecht. Die offenen Grenzen, ja, aber dann bitte beidseitig. Ja? Haben wir schon. Wir haben schon deren offene Grenzen. Wenn die Beziehungen gut sind, könnten wir ein Kulturabkommen abschließen. Das wäre sehr hilfreich für unsere Tourismuserträge. Wir müssen ihnen, also die 2250 sind krass. Sollen wir mal schauen, was die stattdessen gerne hätten? Vielleicht fahren die auf bestimmte Tags ab. Wie würden die darauf reagieren? Hier verändert sich immer der Balken. Darauf haben die fast gar nicht reagiert. Auf Terraforming, das mögen die sehr. Obwohl das eine relativ schnelle Tech ist, aber da stehen die total drauf. Exotische Weltkolonisierung, da stehen die auch extrem drauf. Planetare Anpassung, auch. Die mögen alle grüne Techs, das merken wir uns. Die 3 geben wir denen. Dann nehmen wir die Credits hier wieder raus. Beziehungsweise bieten ihnen nur 912. Wir könnten ihnen diplomatisches Kapital anbieten. Oder die Überzeugungsfähigkeit anwenden bei uns. Sollen wir das machen? Ich glaube, so ist okay, ne? Die 3 Dinge geben wir ihnen. Ja, die 3 Dinge geben wir denen. 3 Forschung bekommen wir, 3 geben wir denen. Geben ein bisschen Ressourcen, die wir ohnehin haben. Offene Grenzen haben sie, das finde ich nicht so schlimm. Und, ja, das einzige Doofe ist, sind die Credits, aber wir haben ein Plus von 50 jede Runde. Oder wir geben nochmal die Bodenveredelung nochmal drauf. Da stehen die auch drauf. Und bei den Credits können wir jetzt runtergehen auf 0. Und die nehmen das trotzdem an. Das ist gut. Eventuell würden die uns sogar was drauflegen. Nee, ist das eine Ablehnung hier? Das ist eine Annehmung. Das machen die nicht, ne? 40 Credits? Kuschlerkolonien, die brauchen wir dringend, aber die haben wir mittlerweile selber. Den Rest brauchen wir nicht. Es kann sein, dass die kriegerische Techs gerne abgeben. Lass uns das mal überprüfen. Nehmen die Credits mal raus und fragen mal, ob die dir anderen militärischen Sachen uns geben hier. Schauen wir mal, ob die bei uns auf irgendwas abfahren hier. Ob die auf Geld abfahren, das hat's gebracht. Wir helfen denen mal beim Thema Geld hier. Das haben die nicht haben wollen. Das ist denen auch egal. Das ist der Balken hier vorne, der muss sich verändern.
Das ist auch egal. Produktion ist denn gleich. Kultur will ich Ihnen nicht geben, weil das ist die größte Stärke. Dann haben wir es übertrieben. Dann müssen wir ein paar Sachen hier wieder rausschmeißen. Planetare Invasionen wollen die wahrscheinlich nicht geben. Das hat schon extrem geholfen. Eine von den beiden nehmen wir noch raus. Und jetzt gucken wir mal, wie viel Geld wir denen geben müssen. 2,9. Nee, danke. Wir geben dem mal diplomatisches Kapital. Haben wir das noch? Das hat geholfen. Das ist eine virtuelle Ressource. Wir könnten auch auf Überzeugen klicken, um das noch besser zu verbessern. Dann erscheint unser Wert als ein höherer. Hat geringfügig geholfen. Wie viel Geld wollen Sie jetzt haben? Immer noch 2,9. Und das hilft nicht. Dann haben wir es übertrieben. Dann nehmen wir, da müssen wir doch hier irgendwas rausnehmen. Nehmen wir das hier raus. Ja. Und jetzt sind wir wiederum zu großzügig. Dann können wir auf irgendwas anderes verzichten oder können uns holen. Vielleicht geben die uns ja das hier. Energielenkungstheorie. Das scheint zu klappen, ne? Schaut mal. Nee, akzeptieren klappt beinahe. Beinahe hier vorne. Etwas mehr Geld anbieten. Nur 410. Jetzt haben wir es. Einmal annehmen. Ja? Also mehrere Technologien. Wir bekommen 5. Wir geben denen ganz viele. Ein bisschen Geld, diplomatisches Kapital, einmal überzeugen, machen wir. Einmal akzeptieren, bitte. Auf unseren gemeinsamen Erfolg. Und falls das dazu führt, dass sich unser Verhältnis verbessert. Oh, Sie sind reif für eine Eroberung. Kann das sein, dass die uns meinen? Wir bauen aber die neue Flotte auf. Dann kann das sogar sein, dass wir ein Kulturabkommen mit ihnen irgendwann mal haben und dann verbessern sich unsere Tourismuseinnahmen massiv. Aber ihr merkt, wir werden als sehr schwache eingeschätzt. Wir sollten deshalb bauen wir die drei Flotten hier auch endlich. Ein Event. Wir entdecken ein Wurmloch mit einer ungeheuren, unausweichlichen Anziehungskraft. Wir werden hineingezogen. Auf der anderen Seite bestätigen unsere Navigationscomputer, dass wir eine riesige Entfernung zurückgelegt haben. Und ein Ring aus wertvollen Mineralien umgibt das Gebiet. Die Anomalie fluktuiert immer noch, so als würde sie sich bald schließen. Entweder sammeln wir die Schätze ein oder haben einen sehr weiten Heimweg. Wir werden irgendwohin geworbt. Ich weiß nicht wohin. Wir gehen das Risiko ein. Bekommen 300 Geld und ein Helios-Erz. Helios-Erz haben wir fast noch gar nicht. Neu gesiegt und, ach, ja, das ist Katzensprung. Alles gut. Alles richtig gemacht. Sehr fein.